Guten Tag, ihr süßen Mäuschen. Beim Hate zum Sonntag. Charakteristische Begrüßung. Check. Ah, wir müssen mal kurz noch ein, zwei Sachen überprüfen. Clickbait-Titel und Clickbait-Thumbnail. Ah, shit, ich wusste, ich habe was vergessen. Ah, Mann. Ah, machen wir erstmal weiter, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Wir kommen mal zum eigentlichen Thema zurück. Und zwar das eigentliche Thema, was wir heute besprechen wollen, ist Größe zeigen. Heute wird mal wieder gehatet. Und zwar ordentlich. Oder nicht. Und damit ihr wisst, gegen wen genau heute gehatet wird, lasse ich mal ein paar Namen fallen. Einfach so drei Namen. Dörden, Ron Claude und Tigerpfötchen. Also zumindest eine dieser Personen kriegt heute sein Fett weg. Und wer genau gehatet wird heute, das seht ihr später. Also im Intro Interesse auf mehr gemacht und trotzdem alles offen gelassen. Sehr gut. Check. Also viel Spaß beim Hate zum Sonntag. Ich glaube, Größe zeigen hat für viele Leute eine andere Bedeutung. Aber ich möchte mal ganz kurz klar machen, was ich darunter verstehe. Und zwar ist es für mich so, dass wenn wir ein Problem haben mit jemandem oder mit etwas oder ein Problem an sich haben, wie genau wir uns verhalten oder wie wir uns gegenüber anderen genau verhalten, wenn wir ein Problem mit dieser Person haben oder mit Personen an sich. Und dafür gibt es kein Rezept oder keine Formel. Es gibt aber ja, in Anführungszeichen Normen, die uns so in die richtige Richtung bringen. Und das ist oft auch ein bewusstes oder ein unbewusstes Verhalten, was wir an den Tag legen. Jemand, der für mich große Gesten zeigt oder groß ist, also der für mich auch erwachsen wirkt, ist jemand, der mehrere Punkte in sich verkörpert. Und ich glaube, einer der größten Punkte ist unter anderem die Selbstreflexion und wie genau gehen wir mit Situationen um, die wir zu bewerkstelligen haben. Das ist mehr so zwischenmenschlich, nicht so eine ethische Frage, wie verhalten wir unser Leben, sondern es geht mehr darum, wie verhalten wir uns also miteinander. Und für mich ist halt ein schwaches Verhalten, ist für mich ein Verhalten, was emotional impulsiv oder instinktiv ist, also was falsch instinktiv ist. Es ist manchmal ja auch unser Instinkt, was von Anfang an richtig zu machen. Aber zum Beispiel sehe ich das als sehr, sehr emotional impulsiv oder instinktiv an, wenn euch jemand beleidigt und sagt, ey, ihr seid doof. Und du guckst ihn an und sagst, du bist auch doof. Das ist instinktiv und auch komplett nicht gut. Also das ist nicht, sollte man nicht umgehen miteinander. Und zusammenfassend würde ich halt sagen, eine große Tat oder eine große Geste wird dadurch gezeigt, dass man kontrolliert handelt. Also man hat Kontrolle über auch seine Emotionen und über sein Verhalten. Auch Wissen um die Konsequenz natürlich. Und eine Form von Selbstreflexion. Das heißt also nicht alles, was halt als Kritik ausgesprochen wird oder was als Beleidigung verstanden wird, ist direkt eine Beleidigung, sondern auch oft halt auch einfach eine Kritik, die man selber halt nicht versteht. Und ich schließe natürlich dabei nicht aus, dass man halt so Sachen machen kann, dass wenn euch natürlich ein beleidigt oder an Karren pinkelt, dass ihr dann darauf reagiert und dann sagt, du bist auch doof. Also dieses Beispiel mit, du bist doof und die Antwort darauf, du bist auch doof oder vielleicht noch weiter zu gehen und den wirklich hart zu beleidigen. Das ist natürlich im Nachhinein betrachtet eine doofe, kindische und dumme Reaktion. Aber wenn man sich halt entschuldigt, zeigt das auch Größe. Und das versuche ich heute im Endeffekt. Ich könnte jetzt diesen Clickbait-Witz weiterführen und das Video auf 10 Minuten strecken, mit dummem Shit füllen, Zeug verzapfen und in den letzten 10 Sekunden den Bait kurz auflösen und sagen, es war im Endeffekt alles gelogen oder war Dings, aber das ist nicht mein Ziel. Also es ist halt nur ein Witz gewesen und ich möchte halt direkt zu dem Thema kommen. Und zwar, ich habe gesagt, heute wird gehatet gegen Dörden, Ron oder mich. Also Tigerpfötchen. Und jetzt kommt die Auflösung. Und zwar, ich hate heute einfach mal gegen mich. Warum nicht?
So, man kann einfach auch mal gegen sich selber halten, haten. Und zwar ist es so, dass ich das Gefühl habe, so in letzter Zeit, wenn ich mich so zwischen Ron und Durden betrachte, dass ich von den dreien, die ich genannt habe, ich das kleine Kind bin. Ich bin einfach ein kleines, nerviges, böses, mit Beleidigungen um sich werfendes Kind. Im Gegensatz zu den beiden. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich in Gegenwart von Ron und Durden wie ein kleines Kind, während die beiden Erwachsenen mich belächelnd angucken. So fühle ich mich im Moment. Und ich will einfach mal direkt anfangen, und zwar direkt mal über alle drei sprechen, oder ich will mit einem anfangen von den dreien, und zwar dem guten Ron. So, ich habe mich mit Ron, also ich habe öfters Gespräche mit Ron. Also ich war schon oft in seinem TS und habe mit ihm und seinen Kollegen da gesprochen. Und es ist oft in diesen Unterhaltungen gibt es halt, spreche über Themen, wo ich halt oft rage. Und mich aufrege. Und oft sagt halt Ron, also er sagt eigentlich immer das Gleiche. So. Und es ist einfach so, dass dieser Satz oft fällt, und zwar: Tiger, komm mal runter. Nimm dir das alles nicht zu Herzen, das macht dich kaputt. So, und ich sag, eigentlich hat er, also er hat nicht immer recht damit. Weil mich halt manchmal, also ich bin halt sehr emotional und es sind halt oft Sachen, die mich zum Ragen bringen, aber die ich mir nicht nahe kommen lasse. Es ist halt, der Rage ist da, ja, aber ich muss ehrlich sagen, es geht mir nicht so nah, wie er sich das oft vorstellt. Kommt aber oft so rüber. Aber ich habe mir das auch zu Herzen genommen und es ist halt so, ich versuche es halt oft anders zu nehmen, also leichter zu nehmen. Und er hat natürlich zum Teil recht mit dieser Aussage, nimm dir es nicht so zu Herzen, aber oft ist es halt auch, ich glaube, er sieht es zu, dass es mir immer zu nahe geht. Und es ist halt einfach wirklich so, dass ich finde auch in diesen Gesprächen, wenn Ron manchmal auch ähnliche Probleme hat, dass er wesentlich abgeklärter ist bei so welchen Sachen. es ist halt so, vielleicht komme ich irgendwann zu diesem Punkt, wo ich genauso ruhig werde oder genauso, also mit diesen Sachen genauso ruhig umgehen kann, überlegt, kontrolliert und mich nicht so heftig triggern lasse. Also bei mir ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Luft nach oben. Ich nehme mir das auch zu Herzen, was er gesagt hat, und das hat mich auch ein bisschen beeinflusst. Und ich finde es halt beeindruckend, wie ruhig Ron mit so welchen Sachen oft umgeht. Also mit Beleidigung oder mit Sachen, die ihn halt aufregen. Dass er da drüber steht und sein eigenes Ding einfach fährt und mit ohne Rücksichtnahme auf die anderen. Hater, also die bösen Sachen. Wobei ich auch sagen muss, wenn man Kritik gegen ihn äußert, er da schon dran geht und sich selbst reflektiert und sagt, ja, da muss ich mal gucken, vielleicht war das nicht so gut, vielleicht muss ich da wirklich was ändern. Aber es gibt auch Sachen, da sagt er einfach: Tiger, du bist ein Lurch, sei leise. So, das ist natürlich auch so eine Sache, weil manchmal sieht man das ja auch ein bisschen anders. Und es ist halt so, dass er Kritik annimmt, die überlegt, reflektiert und guckt, ob er vielleicht was daraus nehmen kann. Also er ist nicht kritikresistent. Und das ist halt auch eine wichtige Eigenschaft. Wir kommen jetzt, glaube ich, zu dem interessanteren Teil. So, meine Zunge möchte wieder. Und zwar dem guten Durden. Ich glaube, jeder, der das Video guckt, weiß, dass es eine Zeit gab, in der ich mit dem Content von Durden nicht zufrieden war. Also nur mit dem Content, bitte. Ich möchte das nochmal betonen. Content. Mit dem Menschen, weil ich ihn nicht kenne, hatte ich nie Probleme, aber mit dem Content war ich nicht zufrieden. Und ich glaube auch nicht, dass der gute Durden mich nicht kennt. Also ich glaube, er weiß, wer ich bin und zum Teil, was ich gesagt habe. Er hat auch Sachen über mich gehört. Er hat wahrscheinlich auch gehört, dass ich schlecht über ihn gesprochen habe. Aber ich möchte mal ganz kurz eine Frage oder mehrere Fragen in den Raum werfen. Hat einer von euch schon mal gehört, wie Durden über mich gesprochen hat? Oder dass er Leute gegen mich aufgesetzt hat?
Einer von euch hat schon mal gehört. Nein. Warum? Weil es nie passiert ist. Aber warum hat Durden noch nie gegen mich geschossen, obwohl ich so häufig mich nicht so positiv zu seinem Content geäußert habe? Ich habe da mehrere Theorien, aber jede Theorie, die ich mir ausgemalt habe, hat ein und denselben Schluss. Er zeigt einfach Größe. Wenn er ein kleines schreiendes Kind ist, kannst du dich auf jeden Shit einlassen. Oder du lässt es einfach und symbolisierst damit einfach Größe. Und das ist genau das, was ich die ganze Zeit sagen möchte. Es ist halt so, dass die beiden auch zu Recht mich betrachten wie ein kleines schreiendes Kind. Beide, auch Durden, ganz besonders Durden, ist wesentlich abgeklärter. Und ich bin mir ziemlich sicher, er weiß, dass ich ein paar Sachen über ihn gesagt habe, über die ich meiner Meinung nach auch nicht zum Teil stolz bin, aber ein paar Sachen, die ich wiederholen würde. Aber ich möchte mal ganz kurz noch eine Geschichte erzählen, auch vielleicht so ein Trigger, also so ein Moment, der genau diesen Hate zu Sonntag ausgelöst hat. Und zwar, ich war in Durdens Livestream und er hat Battlefield 1 gespielt. Ich bin so eine Person, die mit Durden als Livestreamer und als Person gar keine Probleme hat. Bin reingegangen, hab geschrieben, hab mich über Battlefield 1 unterhalten, über Battlefield-Themen, über Battlefield-Trailer, Battlefield-Sounds, also sowas so Übliche. Und er hat mit mir ein normales Gespräch geführt, wie mit jedem anderen Zuschauer auch. Und ich weiß nicht, ob ich das überinterpretiere, aber für mich zeigt das Größe. Der hat mich nicht geflamed oder hat irgendwie stinkig auf mich reagiert oder mich ignoriert. Das wären auch kindische Aktionen meiner Meinung nach gewesen. Aber er zeigt Größe, indem er mich genauso behandelt wie jede andere Person auch. Und das ist halt ein ganz großer Schritt und ein ziemlich wichtiger Schritt. Für mich ist er einfach wesentlich abgeklärter als ich. Wesentlich professioneller. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn er zu mir in den Livestream kommt, jederzeit mit ihm anfangen, irgendwie normal zu reden. Das ist auch gar kein Problem. Aber ich bin mir nicht so sicher, der hat ja nie was gegen mich gesagt, ob das vielleicht nicht eine andere Situation ist, als die ich mit ihm habe. Und bei beiden Personen kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden. Also ich bin persönlich, also ich kann mir als Person von den beiden zumindest eine Scheibe abschneiden, vom Verhalten her. Und ich möchte auch diesen Zeitpunkt nutzen, um vielleicht auch einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Ich möchte mich jetzt persönlich nochmal bei Durden Entschuldigung für alles, was ich gesagt habe. Ein paar Sachen, muss ich gestehen, würde ich wiederholen, weil es eine Meinung ist und es einfach meiner Meinung nach der Wahrheit entspricht. Aber viele Sachen, die ich gesagt habe, hat er nicht verdient. Und ich möchte mich auch bei Ron entschuldigen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich mich bei dem überhaupt entschuldigen muss, weil ich habe, glaube ich, nie was Schlechtes über Ron gesagt. Vielleicht habe ich ihn zwei, dreimal getriggert mit ein paar Sätzen oder sowas. Aber auch zu dir nochmal Entschuldigung, Ron. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich mich wirklich entschuldigen muss bei dir, aber ich mache es. wir haben jetzt zwei Personen von dreien abgeklärt, aber was ist mit der Person Tigerpfötchen? Also ich möchte, glaube ich, den Satz erstmal anfangen. Was ist das denn für ein Lurch? Es ist einfach so, ich lerne Tag ein, Tag aus. Ich habe durch viele Situationen gelernt. Ich lerne jeden Tag, wie wahrscheinlich jeder andere Mensch, aber ich nehme mir das auch zu Herzen. Also ich lerne neue Sachen und versuche mich als Mensch auch zu verbessern. Ich will meine Persönlichkeit nicht ändern. Ich will aber gerne abgeklärter und selbstreflektierter werden, vielleicht auch ein bisschen härter. Ich bin meiner Meinung nach ein bisschen weich. Abgeklärter und selbstreflektierter zu werden, sind halt Ziele, die ich gerne erreichen möchte und auch anstrebe und die sind auch erstrebenswert, aber ich bin mir sicher, dass ich in meiner kurzen Lifespanne, also meiner Lebensspanne, glaube ich, nie an den Punkt kommen werde, wo ich mein Traumziel erreiche. Da ist meine Persönlichkeit, glaube ich, steht mir einfach im Weg, aber ich versuche es und ich glaube, es ist auch erstrebenswert. Und als Mensch mich zu verbessern, ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Mein Content, muss ich ehrlich sagen, betrachte ich ziemlich häufig sehr kritisch. Also da bin ich ziemlich selbstkritisch und ich bin, glaube ich, auch mein größter Kritiker.
Und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich habe auch schon viele Veränderungen in dem Content gemacht und werde mich auch weiter verändern, so wie ich mich halt auch als Mensch verändern werde. Oder hoffe, dass ich mich verändere. Wenn ich zurückblicke, habe ich schon große Veränderungen durchgemacht. Also ich bin jetzt 26, bin in meinem Leben, wenn ich überlege, wenn ich 5 oder 10 Jahre zurückgucke, wie ich mit Kritik umgegangen bin, hat mir jemand mit eine Kritik, eine konstruktive gegeben, bin ich mit dem blanken Arsch in sein Gesicht gesprungen. Und das ist heutzutage, schnaube ich vielleicht noch und sage so, okay, atme dann aber tief durch, aber realisiere auch, dass er vielleicht dann ein Kern drin ist, den ich vielleicht übernehmen sollte. Also eine Kritik, die vielleicht auch gerechtfertigt ist. Und ich habe auch Leute in meiner Seite, die ich nutze, mir mal den richtigen Weg zu zeigen. Und ich bin auch froh und stolz, dass ich diese Leute gefunden habe. Und ja, auch Grüße gehen an die natürlich raus. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ich bin ein kleines Kind zwischen Erwachsenen. Aber ich versuche, erwachsen zu werden und mich zu verbessern. Und nochmal, damit das rauskommt, ich entschuldige mich nochmal bei Ron, Claude und Dörden. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich die beiden heute, glaube ich, wundgeleckt habe. Mir wurde gesagt, also ich habe die Geschichte jemandem erzählt, was ich in diesem Video machen möchte, und mir wurde gesagt, aber nicht zu viel Lobpudelei. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Also, ich wünsche euch allen eine gesegnete Nacht und einen hatefreien Sonntag.